So mit Reden und so haben wir es halt nicht. Echt? Sieht sehr schön aus und wir haben schon überlegt, ob wir das hier hinnehmen. Mhm. Wird aber farblos, hoffen wir zumindest. Der hätte stundenlang weitermachen können. Morgen ist Heiligabend. Hallo ihr Lieben! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration. Und herzlich willkommen zu unserem Diamond Painting Test Hall. Genau. Ja, wir haben jetzt gerade so Ewigkeiten gebraucht, das Intro neu zu machen. Ganz verrückt hier in unserer Weihnachtszeit. Ja. Wir haben ja vor ein paar Wochen ein XXL oder XXXL Diamond Painting Haul gehabt. Ganz, ganz viel von Amazon bestellt. Und wir haben das natürlich in den letzten Tagen und Wochen durchprobiert. Und genau. Diamond Painting gemacht. Ja, also natürlich, wie ihr auch seht, Videos sind vorproduziert. Und wir haben die Zeit wirklich jetzt auch im Dezember genutzt, um die Diamond Paintings fertig zu machen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wir verlinken euch das auf jeden Fall, weil wir natürlich nicht jedes Diamond Painting, was wir da vorgestellt haben, machen konnten. Genau. Also da sind noch ein paar mehr coole Sachen drin. Ich sag mal so, unsere Highlights zeigen wir jetzt schon mal. Genau. Wir haben unsere Highlights rausgesucht und hier angefangen. Und bist du beginnen? Ja. Ja, heute ist so der Wurm drin. Ne? So mit Reden und so haben wir es halt nicht. Also, ich habe hier schon mal den Hirsch gemacht. Das war ja ist ein Diamond Painting, was halt nicht komplett ist, sondern halt so abschnittsweise gearbeitet wird. Und wie ich es gemacht habe, zeigen wir euch jetzt. Hier habe ich jetzt den Hirsch mit der Besonderheit, dass eben nicht alle Flächen tatsächlich geklebt werden müssen. Also es kommen nicht überall Glitzersteinchen hin. Ihr seht hier große Bereiche, die einfach dunkel bleiben. Dadurch strahlen die Glitzersteine dann natürlich nochmal extra schön. Ein Teil ist auch einfach gedruckt, wie hier. Und es gibt die Steine natürlich auch wieder in verschiedenen Größen. Bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Hier seht ihr die Legende. Es sind 12 verschiedene Steine, die gesetzt werden. Hier auch die großen. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 große. Mal gucken, wie es genau wird. Ob Nummer 4 hier auch noch größer ist. Ich werde mir mal so eine Ecke schnappen. Ich glaube, ich starte mal hier oben. Genau, das sieht ganz gut aus. Da habe ich nämlich auch direkt welche von den großen dabei. Hier habe ich das Tütchen Nummer 3. Das sind hier diese Steinchen, die in der Mitte rot sind und dann außenrum diesen blauen Rahmen haben. Also Nummerierung super einfach dabei. Mal aufschneiden, dann kommen hier ein paar rüber. Dann bin ich gespannt, ob ich die tatsächlich hier mit dem kleinen Pin aufnehmen kann. Einmal ein bisschen rüber. Ja, funktioniert gut. Und ihr seht, es geht super schnell. Das sieht jetzt schon richtig schön aus. Ein paar habe ich damit schon mal geklebt. Ich brauche sogar noch ein paar mehr direkt. Muss man natürlich gucken, dass man die richtige Seite erwischt. Und ich komme gerade das erste Mal tatsächlich auf die Idee, es auch mal anzufassen. Also der übrige Bereich klebt nicht. Also wenn ich hier so über diesen Teil des Geweiß streiche, es sind tatsächlich nur die Flächen, wo eben Steine hinkommen, die wirklich klebrig sind. Der Rest ist wirklich ausgespart. Sehr cool gemacht. Und ich muss sagen, das hat hier schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Ich suche gerade noch mal ein Teil, wo ich noch mehr von den Glitzersteinen hinkleben kann. 4 habe ich ja jetzt noch in meinem Schälchen. Okay, die kleben. Hat gut funktioniert. Kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Sehr cool. Und jetzt werde ich es nochmal mit den übrigen Steinchen so ein bisschen ausprobieren. Ich habe hier jetzt tatsächlich Nummer 4 drin, wo ich mich ja eben gefragt habe, ob das normale Steinchen sind. Und sind es tatsächlich nicht. Es sind solche kleinen Perlchen. Und die kommen auf diese roten Ringe, beziehungsweise roten Kreise mit den schwarzen Ringen drumherum. Lassen sich auch richtig einfach verarbeiten. Und das ist, glaube ich, nachher auch so ein richtiges Highlight da drauf noch. Okay, damit habe ich damit auch schon ein paar geklebt. Geht wirklich sehr, sehr schnell. Und dann probiere ich 5 nochmal aus. Die habe ich nämlich hier. Das sind auch keine angeschliffenen Steinchen, sondern auch solche kleinen Halbkugeln, die so funkeln. Aber in der Größe von normalen Diamond Painting Steinchen. Sollten sich also hier eigentlich schön in die Rillen mit reinlegen. Und das tun sie auch. Sie sehen wirklich richtig, richtig schön aus. Das sind diese kleinen roten Kreise mit den Dreiecken drin. Ich gehe mal ein bisschen näher ran für euch. So, diese hier. Ja, das geht sehr, sehr schön. Steine lassen sich perfekt aufnehmen, perfekt setzen. Sehen super schön aus. Also hier seht ihr es nochmal. Richtig, richtig schön glitzerig. Ich habe hier ein bisschen schief gesetzt. Lassen sich auch noch nachkorrigieren. Das ist auch immer cool. Richtig, richtig cool der Anfang. Ich freue mich drauf, es fertig zu machen. Und dann seht ihr es natürlich nochmal komplett.
Zum Hirsch habe ich hier schon mal ein Update für euch. Und zwar habe ich alle großen Steine schon mal geklebt und hier auch einige weitere von den kleinen blauen Fünfern. Und es wird einfach richtig, richtig, richtig hübsch. So, ihr Lieben, inzwischen ist der Hirsch komplett fertig und ich muss sagen, es sieht richtig, richtig schön aus. Super glitzernd, die Farben kommen auch sehr, sehr schön raus und es hat wirklich Spaß gemacht und ging natürlich deutlich schneller als ein komplettes Diamond Painting. Es muss jetzt natürlich noch ein bisschen fixiert werden, dann kann das Ganze auch zugeschnitten und aufgehängt werden. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und ein absoluter Tipp. So, ich habe diese Lampe getestet und das ist eine LED-Lampe, die leuchtet. Ich zeige euch die mal. Die ist richtig schön. Ja, ich habe jetzt allerdings keine Batterien drin. Ja, zeige ich gleich Eva nochmal. Wie ich das gemacht habe, wie das funktioniert hat und wie es beleuchtet ausschaut, das zeige ich euch jetzt. So, ich fange direkt einmal mit diesem Diamond Painting an. Und zwar ist das eine Lampe. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich total, die zu machen. Es gibt ganz viele Motive. Wir haben jetzt hier dieses Löwenmotiv rausgesucht. Und ja, lässt sich auch ganz normal anwenden, wie man hier hinten sehen kann. Ganz normales Diamond Painting. Und ich habe das auch schon ausgepackt. Wir haben hier einmal, ja, das ist sozusagen, genau, wo man die Lampe dann sozusagen anmacht und das Kabel natürlich, das brauchen wir jetzt aber noch nicht. Dann hier das Motiv, so schaut's aus. Es ist auch aus Blaste gemacht. Ich glaube, das wird so LED-mäßig ausschauen. Sieht richtig cool aus. Und auf der Rückseite auch noch einmal. Also man fängt erst eine Seite an und macht dann die andere. Dann haben wir natürlich die Utensilien dabei, die wir benötigen. Auch wieder so Tüten, um die Steine dann wieder reinzutun. Klebeding. Folie abmachen, ne? Nicht so lost sein wie Bianca, die das immer vergisst. Und hier sind die Steine. Ja, das sind auch so etwas größere. Sieht richtig schön aus. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. So, also ihr könnt hier sehen. Hier sind überall Zahlen drauf, also es ist auch total einfach abzulesen, denn wir haben hier überall auf den Verpackungen die Zahlen draufstehen, 1, 2, 3, 4, je nachdem, was man benötigt. Ich mache das auch so, dadurch, dass das sonst etwas schwierig ist. Ich nehme hier die Folie einmal komplett ab und beklebe wirklich alles schon mit der einen Zahl, die ich gerne nutzen möchte. Ich fange jetzt mit der 6 an, weil ich geschaut habe, dass die 6 hier mit am meisten drauf ist. Ist für mich einfacher, geht aber auch gut so, da es nicht so ein großes Motiv ist. Bei einem großen Motiv empfehle ich euch, Folie Stück für Stück abzumachen. Das ist die Nummer 6. Hier haben wir auch so wunderschöne Steine drin. Ich schneide mir jetzt sozusagen immer hier so eine Ecke ab. Dann schütte ich mir die hier so rein. Also die Steine sehen schon mal richtig schön aus. Ich finde das so toll, weil die so wunderschön funkeln. Das finde ich richtig cool. Das haben wir bei anderen Diamond Paintings nicht so arg gehabt. Da sahen das eher aus wie Perlen, aber die funkeln halt wirklich wunderschön. Und dadurch kommt das Diamond Painting meiner Meinung nach auch immer viel mehr zur Geltung. Deswegen mag ich das. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ihr seht, die Zahlen sind sehr, sehr, ich versuche mal hier ran zu zoomen. Seht ihr das? Die sind sehr klein. Also da muss man wirklich gut hingucken. Aber die hängen nicht so nah aneinander, weil man hier Lücken dazwischen hat. Von daher ist es auch ganz entspannt aufzutragen. Also man muss sich hier wirklich sehr arg konzentrieren, muss ich sagen. Also es sieht auch aus, als würden die aneinander sein, weil die Zahlen echt sehr klein sind. Das ist anders als bei den anderen Diamond Paintings. Man muss sich hier wirklich stark konzentrieren. So, ich habe jetzt schon ein paar Steine draufgeklebt und schaut mal, wie wunderschön das funkelt. Gefällt mir richtig gut. Man darf ja dann nicht vergessen, dass es auf der anderen Seite auch nochmal so ausschaut. Man muss natürlich gucken, ihr seht jetzt hier schon, dass man die Zahlen dann nicht erkennt. Also versuchen, gut drauf zu kleben. Aber ich glaube, das fällt nicht so doll auf. Was ich auch nochmal sagen wollte, ihr könnt sehen, die Zahlen schimmern immer hinten nochmal durch. Dadurch, dass wir auf der anderen Seite ja die gleichen Zahlen nochmal haben. Lasst euch da nicht irritieren. Das ist natürlich etwas komplizierter, dadurch, dass es ein Holo-Effekt ist. Aber ihr könnt sehen, es sieht so hübsch aus. Und wir legen jetzt mal los und machen die Lampe fertig. Schaut mal, wie schön das jetzt schon ausschaut.
Also gefällt mir richtig gut. Man sieht, wie gesagt, noch die Zahlen, aber es geht total easy aufzutragen. Macht wirklich richtig Spaß und ich bin gespannt, wenn es jetzt gleich fertig ist. So, ich habe die erste Seite fertig und schaut mal, wie wunderschön das ausschaut. Ich finde das so schön. Also die Farben harmonieren mega gut miteinander. Ich muss sagen, das ging auch echt fix. Also man braucht wirklich nicht lange. Ich mache mich jetzt an die zweite Seite. Dann mache ich die Lampe mal an und wir gucken, wie es ausschaut. So, es ist fertig und es sieht so schön aus. Man kann jetzt hier das Licht ändern. Schaut mal. Also das ist eine richtig coole Lampe. Wenn es richtig dunkel ist, sieht es bestimmt noch cooler aus. Auf der Rückseite ist es auch. So. Richtig cool. Man hat hier, wie gesagt, noch ein Kabel, wo man das auch anstecken kann. Es ist aber auch mit Batterien. Ich habe jetzt Batterien einfach nur reingemacht. Und es gibt noch ganz viele andere Motive. Und mir gefällt es richtig gut. Also absolute Empfehlung. Sehr, sehr cool. Hat mega Spaß gemacht, diese Diamond Paint, also das Diamond Painting zu machen, weil es mal was ganz anderes ist. Und ich finde es wirklich schön. Puh, ich hole mal ein bisschen was Schwereres hoch. Normal sind die Diamond Paintings ja sehr leicht. Sieht sehr schön aus und wir haben schon überlegt, ob wir das hier hinhängen. Mhm. Tatsächlich kein richtiges Diamond Painting, sondern Lego Art, aber die Technik ganz genauso. Also man arbeitet nach so Vorlagen und steckt das dann. Es macht wirklich richtig, richtig Spaß. Es geht auch deutlich schneller als ein Diamond Painting. Wie lange hast du dafür ungefähr gebraucht? Ich habe hier ein bisschen gemacht und dann habe ich es abends noch zu Hause gemacht. Man hat das wirklich an einem Tag fertig. Wow. Also ich würde mal sagen, so 3 Stunden, dann ist man damit durch. Es macht richtig Spaß. Und wie es aussieht, wenn man es macht, das seht ihr natürlich jetzt. So ihr Lieben, ich habe mir jetzt auch das Marilyn-Bild von Andy Warhol, beziehungsweise im Andy Warhol-Design mal genauer angeschaut. Es gibt 4 Varianten, die man halt machen kann. Das Ganze natürlich von Lego Arts. Wie hier steht ja auch, ein Bild, 4 Optionen. Es gibt einen Soundtrack dazu. Das ist so eine kleine, ja, ich sag gerade kleine, eine größere Dokumentation. Habe ich auch schon mal reingehört. Das sind so 1,5 Stunden, komplett auf Englisch, zu Andy Warhol, zu seinen Werken und auch so ein bisschen zu Lego Art, was ist da zum Entstehungsprozess. Also da gibt es so Interviews, so eine kleine Dokumentation eben. Die kann man sich eben, während man das macht, anhören. Also ich muss sagen, ich habe beim Diamond Painting auch schon öfter Hörbücher gehört. Das funktioniert sehr, sehr gut. Hier ist das Ganze auch nochmal schön so aufgemalt. Hier eben mit dem Handy, mit den Kopfhörern. Hier sind die Platten drin. Das Ganze funktioniert nämlich so, dass man einzelne Teile besteckt, sag ich mal. Seht ihr hier? Also das Ganze wird einzeln gearbeitet. 3x3, also man macht 9 Platten. Und dann werden die hier eben mit diesen Steckverbindungen zusammengesteckt. Und man baut nachher noch einen Rahmen zusammen. Das hier sind eben die kleinen Steinchen, die dabei sind. Das sind auch ganz schön viele. Und hier drunter sind dann noch die anderen Teile, die man benötigt. Und hier eben die Platten. Das Buch sieht ganz schön dick aus, wenn man es so anguckt von der Seite. Aber es sind eben alle 4 Varianten dabei gezeigt. Ich blätter mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Da seht ihr hier zum Beispiel mit dem pinken Gesicht und den rosanen Haaren. Hier in Gelb und Blau. Und ganz hinten gibt es dann eben noch die Anleitung, wie man den Rahmen zusammenbaut. Das ist natürlich bei allen identisch. Ich habe mir jetzt schon eine Variante ausgesucht. Man kann natürlich nachher auch wechseln, alles wieder abmachen und dann noch eine andere Variante machen. Aber ich werde tatsächlich die letzte hier hinten drin machen. Und zwar diese hier. Wie beim Diamond Painting auch, gibt es hier eben diese Legende. Die Farben sind eben den Nummern zugeordnet. Und dann hat man hier das Schema, wie es eben gesteckt wird. Eigentlich total selbsterklärend. Ich habe mir hier jetzt schon mal die Farben hingelegt. Es sind insgesamt 7 verschiedene, aus denen dann das Bild entsteht. Es sind 3 Rosatöne, Gelb, Blau, Grau und richtiges Schwarz. Hier ist die erste Platte. Auch eine schöne Größe, die man dann so arbeitet. Und ja, ich werde jetzt mal schauen, welche Farben ich genau brauche. Ich glaube zum Beispiel 5 brauche ich noch gar nicht, aber sonst sind, glaube ich, alle dabei. Und dann geht's erstmal los. Die kleinen Steine habe ich hier jetzt einfach in so ein Glasschälchen gegeben. Kommen hier einmal hin. Und dann geht's einfach in der Ecke los. So, die lassen sich super einfach draufsetzen. Ja, wie Lego zusammenbauen eigentlich. Muss man eben zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in einer Reihe beim Gelb. Das sind schon mal 7, 8, 9. Darunter das nochmal 2 rein. Geht auch schön schnell eigentlich. Fasst sich angenehm an.
Dauert natürlich ein bisschen, ist keine ganz schnelle Beschäftigung, aber macht auf jeden Fall Spaß. Fasst sich auch, wenn man so drüber fasst, fasst es sich sehr, sehr schön an. Und so wird dann eben die Vorlage einfach abgearbeitet. Ich finde es auch schön, dass es so groß drauf gedruckt ist. Also man hat 9 von diesen Vorlagen, die dann eben einzeln gearbeitet werden müssen. Habe ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind tatsächlich nur 8. Okay, und dafür ist, glaube ich, ein extra Gerät dabei, womit ich die Steine wieder abbekomme. Hier habe ich jeweils ein zu viel dran gemacht, das hole ich jetzt. Es gibt ein eigenes Gerät, um Legosteine voneinander zu trennen. Sieht so aus, hat eben diese Hebelwirkung. Und hier hinten kann ich dann einmal... Der ist ganz gut weggesprungen. Also sie lassen sich damit eben raushebeln. Und es ist einfacher, als eben mit den Fingernägeln drunter zu gehen. Also, Tipp von mir, gut zählen. Und wenn es dann doch tatsächlich 8 statt 9 sind, kriegt man sie aber auch wieder ganz gut ab. Und ich muss sagen, also wer Diamond Painting mag, das macht auch den gleichen Spaß. Also es ist sehr, sehr cool. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiterarbeiten und euch dann natürlich noch mal die erste Platte als Zwischenergebnis zeigen. Okay Leute, ein kleines Update von mir. Ich habe jetzt die ersten 3 Platten, die ersten 3 Abschnitte fertig. 3 von 9. Und man kann es, finde ich, schon gut erkennen. Also hier ist die Stirn, hier oben sind die Haare. Es kommt gut raus. Die Farben sind wirklich super schön und auch super leuchtend. Es ist super einfach. Also so eine Platte dauert ungefähr, also bei mir 20 Minuten, dann hat man die fertig. Also so an einem Abend kann man das durchaus fertig machen. Es geht deutlich schneller als das Diamond Painting. Es sind sehr viel weniger Farben. Also man kann sich eben 7 Töpfchen hinstellen, die Farben reingeben, sich die eben einzeln nehmen und schon ist man wirklich sehr, sehr gut dabei. Man macht es eben mit den Händen und nicht mit so einem kleinen Stift. Es geht richtig, richtig gut. Die passen halt perfekt eben auf die Noppen drauf. Ich nenne es mal Noppen. Wahrscheinlich gibt es dafür noch einen Spezialbegriff. Also es ist wirklich super einfach, macht richtig Spaß und ich freue mich schon drauf, die anderen 6 zu machen. Ja, ihr Lieben, inzwischen habe ich alle 9 von den Platten fertiggestellt und ich bin jetzt auch schon dabei, das Ganze zusammenzusetzen. Es gibt eben diese Verbindungsstücke hier, die kenne ich noch von früher von Lego Technik Sachen. Damit kann man eben die Platten verbinden. Die haben hier an den Seiten ja diese Löcher, da gehen die dann rein und so werden dann alle 9 Platten verbunden und anschließend gibt es dann hier, da sind auch noch so kleine Steckverbindungen, ich nehme mal eins raus, diese kleinen Steckverbindungen, mit denen wird dann noch ein kompletter Rahmen gebaut. Also dann geht es wirklich noch so ein bisschen an Legosteine zusammensetzen. Freue ich mich auch drauf und das werde ich jetzt einmal in Angriff nehmen und dann zeige ich euch natürlich nochmal das fertige Kunstwerk. Hier habe ich jetzt den fertigen Rahmen und das gesamte Bild ist super stabil geworden. Es hat eine richtig schöne Optik hier oben, also einen ganz glatten Rand, der einmal drumherum geht, so ein bisschen erhaben ist. Und was ich besonders niedlich finde, hier in den Ecken gibt es eben tatsächlich diese Lego-Optik. Da sind halt diese ganz klassischen 3 Noppen, die man sonst eben im gesamten Bild gar nicht hat, weil man eben diese wirklich abgerundeten bzw. komplett glatten Steine hat. Ein super schönes Bild, richtig tolles Motiv, viel schneller zu arbeiten als ein Diamond Painting in einer vergleichbaren Größe. Also hiermit ist man bestimmt in 3 Stunden durch, wenn man dabei irgendwie ein Hörbuch hört oder Musik oder wenn man das Ganze auch mit mehreren macht, also sich die Platten aufteilt, geht es natürlich noch schneller. Macht richtig Spaß und gibt einen ganz, ganz dicken Daumen nach oben von mir. Ja, ich habe auch noch was getestet und zwar haben wir ja auch eine Tasche bestellt. Eine Handtasche oder ich sage eher ein Kosmetiktäschchen, weil mir war die Handtasche zu klein. Eine Klatsch. Die konnte man sozusagen auch Diamond painten. Und wie wir das gemacht haben, oder wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt.
So, weiter geht's mit der Tasche. Auch wieder was ganz Ausgefallenes. Und zwar gibt es von Diamond Painting auch Taschen. Das ist eine Handtasche, kann man aber auch als Kosmetiktasche nehmen oder je nachdem, wie man möchte. Hier, so sieht's innen drinnen aus, also nichts Spektakuläres. Auf der Rückseite ist es komplett schwarz. Und hier vorne hat man ein Motiv, was auch total easy und schnell geht, weil wir gar nicht viele Farben haben. Was dabei war, waren diese Steinchen. Die hatten wir mit dabei. Eine Kette, natürlich, damit wir die Handtasche auch rumhängen können. Und natürlich das Diamond-Zubehör. Und ich würde sagen, wir legen mal los. So, diesmal haben wir wieder ganz viele kleine Steine, die mit dabei sind. Also die ganz typischen Diamond-Painting-Steine, die man auch kennt. Gar nicht so viele unterschiedliche Farben. Außer die hatten wir hier noch mit dabei. Die sehen auch wunderschön aus. Und ich glaube, die kommen auch nur 5-6 Mal drauf. Das haben wir hier auf der Tasche, wo die Nummer 7 ist. So, für diejenigen, die auch noch nie Diamond Painting gemacht haben, es ist total einfach. Ihr müsst hier einfach nur einmal reinstechen. Dann habt ihr sozusagen hier oben so eine kleine Klebeschicht. Dann nehmt ihr euch den Stein, der haftet schon automatisch dran, den sieht man hier gar nicht, und klebt den auf die Zahl drauf. Jetzt ist er hier abgestürzt. Mhm. So, auf die Nummer 2. Ich merke schon, es ist Leder. Dementsprechend muss man wirklich vorsichtig sein und das direkt richtig kleben, weil es sehr, sehr schnell sonst wieder, ja, nicht mehr zu verrücken geht und sich festsetzt. Aber auch hier könnt ihr sehen, ganz entspannt und einfach. Also was mir hier auch aufgefallen ist, die Steinchen sind etwas kleiner als tatsächlich die Fläche. Also die kleben nicht ganz dicht aneinander. Und das hatten wir ja bei den anderen Diamond Painting. Hier ist es sozusagen total entspannt. Selbst wenn man hier sich mal leicht verklebt, ist es überhaupt nicht schlimm. So, meine Tasche ist fertig. So schaut sie aus. Ich finde die richtig süß. Ich habe jetzt das Bändel auch hier dran gemacht. Also man kann das tatsächlich so richtig als Tasche nehmen. Also ihr könnt sehen hier, das Bändel und das Motiv ist mega schön. Es ist mega schnell zu machen. Also man ist hier locker in einer Stunde fertig, wenn überhaupt. Es ging so easy und schnell und ich finde das eine richtig süße Geschenkidee auch. Und gerade auch für die Diamond-Liebhaber. Also sehr, sehr cool. Gibt es auch einen Daumen nach oben. Die zwei habe ich ja fertiggestellt, die sind auch mega schön. Jetzt kommt aber natürlich die Frage aller Fragen. Wie fixiert man das? Ich habe jetzt hier diesen ganz normalen Kleber, der direkt dafür geeignet ist, um sozusagen die Bilder zu fixieren, damit die Steinchen nicht abgehen. Meine Frage, das wissen wir nicht, ist jetzt natürlich, ist es auch für solche Art von Diamond Painting möglich? Wir testen das jetzt mal und gucken mal, wie sich das so verhält. Wir wollen die Sachen natürlich auch testen, also nutzen danach. Dementsprechend ist es wichtig, dass man die Steine immer fixiert danach. Also kauft euch da auf jeden Fall sowas, so einen Kleber. Sonst gehen euch die Steine wieder flöten. Also der Kleber sieht jetzt so aus. Man hat hier oben so eine Öffnung. Bei manchen ist so ein Schwamm dabei, wo man das drauf tupfen kann. Aber das ist auch okay. Nehmt einfach einen Pinsel. Der gibt dann übrigens auch die Farbe wieder ab und geht jetzt über das Diamond Painting hier so drüber. Ihr könnt sehen, das ist jetzt erstmal weiß, wird aber farblos. Hoffen wir zumindest. So, nachdem ihr das alles dann drauf gemacht habt, müsst ihr das gut einwirken lassen und mindestens, ich sage so, einen Tag trocknen lassen. Hier steht zwar mal 20 bis 30 Minuten, aber ich lasse es dennoch einen ganzen Tag schön trocknen. Dann sollte das fixiert sein. Also hier braucht man auch nicht so viel Kleber. Ihr habt ja hier noch sehr viel, was auch in die Rillen geht. Und ihr habt auch noch ganz viele Steine, die zusätzlich dabei waren. Also ich habe nicht alle Steine verbraucht. Das heißt, hebt euch die gut auf. Sollte doch mal ein Steinchen abgehen, dann kann man den auch wieder nachkleben. So, also nochmal ein kurzes Fazit. Ihr seht schon, hier unten ist es auch gar nicht mehr klebrig und der ist auch schon wirklich durchsichtig geworden. Das gleiche ist auch bei der Lampe so, wie ihr sehen könnt. Also das verblasst. Also der Kleber, den wir auch bei Amazon bestellt haben, der ist auch wirklich top. Tut das, was er verspricht. Also auch sehr, sehr gut, gerade wenn man sehr viele Diamond Paintings macht. Und dann komme ich mal zu meinem Fail. Ihr seht es jetzt hier auch schon mal komplett. Ich habe es hier jetzt wirklich so gemacht. Ich bin bei dem Hauptmotiv, also bei dem Schriftzug angefangen und habe mich dann so ein bisschen vorgearbeitet. Man sieht voll, dass das Love heißt. Man sieht voll, dass das Love heißt. Gar nicht. Gar nicht. Also
Es ist leider wirklich ein Fail und ja, wie ich mich da so vorgearbeitet habe, seht ihr natürlich jetzt. Dann schauen wir mal, was das 10 Euro Diamond Painting kann mit dem selbst ausgewählten Motiv. Hier oben seht ihr nochmal das Foto und so sieht dann das gesamte Diamond Painting Motiv aus. Die Zacken sieht man ganz gut. Den Schriftzug, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, wie das wird, wenn es tatsächlich fertig ist. Ich habe es extra ausgewählt, weil es relativ wenig Farben enthält, das Bild. Aber ich habe das Gefühl, die Farben, die eigentlich hier in diesen Love-Schriftzug hätten gehen können, sind einfach hier am Rand bei dem Holz geblieben, bei dem Holzhintergrund. Naja, mal gucken. Ich werde es machen. Sehr, sehr viel davon ist einfach das Blau komplett. Also es wird relativ schnell gehen. Aber ich werde mal, denk mal, hier so in der Ecke starten und mit diesem Beige-Ton hier anfangen. Kurz zum Zubehör. Also die Steinchen sind in kleinen Tütchen. Das muss ich sagen, finde ich sehr cool. Die sind alle wieder verschließbar. Hier oben mit so einem Druckverschluss. Habe ich bisher so noch nicht gesehen. Sehr, sehr viele Farben natürlich. Insgesamt sind es 29 Stück. Wie gesagt, sehr viele Braun- und Beige-Töne irgendwie. Sehr viel von dem Blau. Bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Und ich starte, ich habe eben schon mal nachgeguckt, mit der Nummer 8. Das Ganze ja auch einfach mit Buchstaben und Zahlen. Und auch alles in der richtigen Reihenfolge. Hier habe ich die Nummer 8, kann ich mir rausnehmen. Beim restlichen Zubehör habe ich hier das Problem, in dem weißen Schälchen ist leider so ein bisschen von dem Wachs rüber gedrückt. Deswegen werde ich das einfach zulassen und nicht benutzen und eins von meinen anderen nehmen. Also wenn man schon ein paar Diamond Paintings gemacht hat, ist es einfach so, man hat einfach von dem Zeug ein bisschen was rumliegen und kann dann einfach die benutzen, die man gerne mag. Ich schaue mal, ich nehme mal den Dreier hier. Mach da schon mal Wachs rein. Wie gesagt, ich finde es sehr gut mit den wiederverschließbaren Tütchen. Steinchen machen eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Sind runde Steinchen. Dann nehme ich mal hier die Folie ab und starte mal hier unten. Und klebe dann hier direkt mal 3 Achten nebeneinander. So, noch ein bisschen von den Wachsfusseln weggemacht. Dann geht das auch deutlich besser. Ja, Steine lassen sich gut aufnehmen, haben eine gute Größe, passen hier gut drauf. Das lässt sich sehr schön arbeiten. Kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Es wird nachher einfach darauf ankommen, wie das Motiv tatsächlich wirkt. Von der Verarbeitung her alles wirklich ganz normal. Ganz normale Diamond Painting Qualität. Ich glaube, da hatten wir bisher auch keine wirklich großen Ausreißer drin. Also die Qualität ist eigentlich gleichbleibend gut, egal welche Marke und auch welcher Preis. Es kommt einfach darauf an, wie das Motiv dann nachher tatsächlich wirkt mit den Farben. So, ich habe hier jetzt schon mal so eine kleine Ecke gearbeitet. Geht schön schnell, eben natürlich auch dadurch, dass es alles Achten sind. Hier in diesem Bereich ein paar Siebenen, dann hier so hoch, wo es ein bisschen dunkler wird. Das geht eben sehr, sehr gut. Der Dreier war natürlich jetzt nicht dabei, den habe ich so dazu genommen. Hier ist noch ein größerer dabei. Also ein 9er wäre, 9er oder 10er, je nachdem, wie man es hinbekommt, wäre tatsächlich dabei gewesen. Super praktisch hier für die Ys. Ich beschäftige mich jetzt mit den Achten noch mal ein bisschen weiter. Ihr bekommt natürlich noch mal ein Update. Und dann schauen wir mal zusammen, wie das Bild nachher tatsächlich aussieht. Bei diesem Diamond Painting gab es jetzt eine kleine Planänderung. Ich habe ja schon in der Ecke so ein bisschen getestet, aber ich werde jetzt tatsächlich das Ganze von der Mitte aus arbeiten. Ich denke eher eine ungewöhnliche Taktik, aber ich will einfach gucken, ob der Schriftzug in der Mitte tatsächlich funktioniert. Wenn der nicht gut aussieht, muss ich sagen, werde ich es wahrscheinlich komplett lassen und mir die Mühe gar nicht machen, das gesamte Diamond Painting zu machen. Wenn ich erstmal die ganze Arbeit für den Rand investiere und dann die Mitte einfach nicht gut aussieht, habe ich tatsächlich ein bisschen zu viel Zeit reingesteckt. Steinchen lassen sich in diesem Korall sehr gut arbeiten, aber das hatte ich ja bei den anderen auch schon. Und da arbeite ich jetzt diese Farbe erstmal ein bisschen und arbeite mich dann hier über das Gelb. So, ich zeige es euch mal, das Gelb, das Blau und das Violett weiter fort. Da bin ich auch nicht fertig geworden, aber hier unten habe ich angefangen. Und zwar ist es das günstigste Diamond Painting, was wir bis jetzt bestellt hatten. Ja. Das kam nämlich unter 5 Euro, glaube ich. Ja. Meine
Also man sieht es jetzt hier schon. Es ist natürlich gerade für Anfänger, für 4 Euro, Leute, macht ihr nichts falsch. Ja. Also unbedingt, also würde ich wirklich auch nachbestellen zum Verschenken, zu allem. Es geht total easy aufzukleben, es ist sehr gut beschrieben. So, jetzt haben wir das Diamond Painting, was extrem günstig war. Das kam unter 5 Euro bei Amazon. Man hat ja auch die ganz normale Legende, wie man sehen kann, also die Buchstaben, die jeweils hier drauf sind und die Nummern dazu. So sieht das dann aus, also auch wirklich total wie bei allen anderen Diamond Paintings. Das Material wäre auch mit dabei. Alles mit dabei gewesen, inklusive diesen Stift. Und ich habe auch schon angefangen. Ich muss allerdings sagen, es ist sehr viel und sehr, also man braucht eine ganze Weile. Lässt sich aber ganz normal wie alle anderen Diamond Paintings auftragen. Ich finde auch mit den Steinen sehr schöner Farbverlauf, wie ihr sehen könnt, was ich schon gemacht habe. Also die Abstimmung der Farben ist wirklich top. Kann man nichts dazu sagen. Für den Preis eine absolute Empfehlung, gerade für Anfänger oder wenn man einfach gucken will oder nicht so viel Geld ausgeben will und man das wirklich so hobbymäßig ganz, ganz oft macht, lohnt sich auf jeden Fall. Auch eine super Geschenkidee, das Motiv ist mega süß. Aber mein Favorit ist nach wie vor sind diese, weil die einfach entspannter sind, um sie zu bekleben. Weil hier hat man doch schon sehr enge Zahlen und viele nebeneinander, wo ich dazu sagen muss, da kann man schon mal, da braucht man schon Geduld, die ich nicht immer habe. Weil das Ende dauert doch schon eine Weile, aber es macht trotzdem dennoch mega viel Spaß. Also eine absolute Empfehlung. Für den Preis kann man nichts sagen. Bombe. Also von den ganzen Diamond Paintings, mein Fazit, vielleicht kannst du den Hirsch nochmal zeigen. Ich hole den Hirsch nochmal. Das ist ja sowas ähnliches. Ich mag diese Art von Diamond Painting mehr. Alleine, es ist nicht ganz so eng aneinander. Ich finde, die Farben, also diese Steine viel, die viel strahlen schöner. Viel mehr, ne? Und es macht mehr Spaß, weil man ein Ende in Sicht hat. Bei diesen Diamond Painting muss ich allerdings sagen, da braucht man wirklich Geduld. Ja. Weil ich finde, du klebst so viele Steine mit einmal drauf, dann ist alles so ganz kleine Buchstaben. Ja. Und das ist für mich persönlich sehr anstrengend mit der Zeit. Ja. Also da verliere ich eher mal schneller die Lust. Bei denen hier gar nicht, überhaupt nicht. Da hätte ich stundenlang weitermachen können. Ich weiß nicht warum, weil die Steine unterschiedlich groß sind, weil es nicht so aneinander klebt. Also diese Abwechslung drin. Ja, und das ist eher so mein Favorit. Also wenn ich mich jetzt entscheiden würde zwischen den Diamond Paintings. Ich muss sagen, ich fand, also was ich wirklich absolut empfehlen kann, obwohl es halt auch wirklich, es ist kein Schnäppchen. Ich meine, sonst die Diamond Paintings liegen so, fangen vielleicht bei 5 Euro an, gehen dann so 10, 20 Euro hoch. Oder wenn man sie wirklich ein Markenprodukt kauft, vielleicht auch 30, 40 Euro. Dieses hier wirklich 80, 90 Euro ist wirklich teuer. Aber besonders für Lego-Fans, es macht richtig, richtig Spaß. Ja. Also ich finde es auch richtig schön. Ich glaube aber, man zahlt bestimmt auch so ein bisschen die Marke mit, oder? Ja, natürlich. Ja. Man bezahlt die Marke, das Konzept, wahrscheinlich auch den Künstler. So ist ja Andy Warhol und so. Man bezahlt da alles mit. Ich habe mir inzwischen auch noch das Star Wars Ding davon gekauft, also die Star Wars Variante, habt ihr auch schon zweimal aufgebaut, habt ihr vielleicht bei Instagram gesehen. Ja. Es macht halt, es macht richtig, richtig viel Spaß. Und man kann das ja auch unterschiedlich machen. Genau, ne? Man kann es wieder abbauen und wieder neu machen. Aber wir werden wahrscheinlich mal recherchieren und in nächster Zeit mal gucken, ob es so eine Art von diesem Diamond Dingster Booster noch gibt oder so mit Bausteinen oder sowas. Dann werden wir das natürlich auch testen. Wenn ihr zum Beispiel wisst, ob es sowas ähnliches noch gibt, schreibt es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Ja. Also es hat richtig Spaß gemacht. Diamond Painting ist sehr beruhigend. Also ich muss tatsächlich sagen, ich höre immer Podcasts dazu. Da kann ich mich, weil du musst dich nicht konzentrieren bei Diamond Painting. Ja, das ist wirklich so eine entspannende Sache. Ja. Man muss natürlich gucken, was man macht. Aber wenn man sowas auf den Ohren hat, Diamond Painting, wollte ich sagen. Podcast oder Hörbuch, sehr, sehr cool. Also das finde ich gut, Hörbuch oder Podcast zu hören, da kann man sich schön drauf konzentrieren. Musik würde mich, glaube ich, wieder zu sehr ablenken mit der Zeit. Ist immer unterschiedlich, aber es ist sehr, sehr cool. Wird wahrscheinlich nicht zu Weihnachten ankommen, aber man kann ja auch, man steht ja manche Person erst nach Weihnachten. Richtig. Ist das auf jeden Fall eine absolute Geschenk. Oder wenn man Gutscheine zu Weihnachten bekommt. Richtig. Mhm. Ja, also gerade bei Amazon könnt ihr euch 10 davon bestellen. Ja, so. Also, auf jeden Fall. Absolut cool und kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja. Also von uns gibt es einen dicken Daumen nach oben fürs Diamond Painting. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Abonnieren und Glocke aktivieren. Mhm. Und schreibt gerne mal wirklich in die Kommentare, welche Diamond Painting sollen wir unbedingt testen. Oder welche. Genau. Vielleicht auch nicht unbedingt Diamond Painting, sondern so eine Art und Weise. Ja. So wie wir es jetzt gemacht haben, so Taschen und sowas. Taschen oder irgendwelche anderen Techniken. Gerne reinschreiben. Dann wünschen wir euch schon mal wunderschöne Weihnachten, denn morgen kommt ist schon unsere Bescherung. Genau, morgen ist Heiligabend. Ja, wir sind natürlich nicht hier, wir werden das Video vordrehen. Aktuell wissen wir noch nicht, was wir uns schenken, aber ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Ja, euch natürlich auch ein besinnliches Weihnachtsfest. Bis dann, tschüss!